Sattesticks, Sattesticks. Heute machen wir richtige Soulfood. Sattesticks, schaut mal her. So schauen die Sattesticks aus, wie ihr die mariniert, wie ihr die macht. Verlinke ich euch, gibt es eigene Videos. Und Sate ist ja viel mehr als nur Essen. In ganz Südostasien sind die Sate-Sticks wirklich Soulfood. Bei Familienfesten gibt es immer Sate-Sticks zum Essen. Du kannst sie machen mit Schwein, mit Rind, mit Huhn, mit Tofu, mit Gemüse. Das ist auch ein Zeichen von Gastfreundschaft, diese Sate-Sticks. Wir haben die schon mariniert. Ich habe jetzt da Rind und Huhn in dem Fall. Und die könnt ihr im Grill hauen, perfekt. Wir braten heute ganz klassisch in der Pfanne. Und glaubt mir eins, bei jedem Familienfestel oder bei der Barbecue-Party, wenn ihr mit den Sate-Sticks herkommt, ein Gedicht. Dazu gibt es natürlich die Sate-Soße, ganz wichtig zum Eindunken. Und dann starten wir schon. Hauen wir mal rein, ein paar vom Rind. Und eins will ich auch sagen, das Zeug ist wirklich gefährlich, geil, Suchtpotenzial. Das ist so geil. Und gerade in der Kombination mit der Sate-Soße, wo ein Haufen Erdnüsse drin sind, auch relativ viel Zucker leider, aber es ist einfach lecker. Und also wenn du nur Sate-Sticks machst, pro Person, musst du mal mindestens mit 25 rechnen. So, die Sate-Sticks grillen, ob du es in der Pfanne machst, ob du es am Grill machst, ist völlig egal. Und das, die Sate-Soße ist vorbereitet. Und das war dann schon. Zum Toppen kommt natürlich auch frische Sprossen drauf an, aber weil wir regional bleiben wollen und wir doch in Österreich sind. Und weil der Bärlauch schon sprießt, jetzt ist ja Anfang März erst. Und der Bärlauch ist so groß, ist ein Wahnsinn. Deswegen haben wir heute einen frischen Bärlauch drüber. Passt perfekt. Auch noch wichtig zu den Sate-Sticks, weil es in der Marinade so ein bisschen Salz drin, aber ein bisschen weniger, also das passt genau fürs Marinieren. Aber dann beim Grillen noch einmal ansalzen. Spieß rumdrehen, ich sehe, das geht ganz ratzfatz. Und die Kunst bei diesen Sticks ist wirklich, dass eine kleine Portion Fleisch drauf ist, das ist so wie ein Fondue, so ein Happerl und dann ist der Stick weg. Ah, herrlich, schaut euch das mal an, wie geil das ausschaut. Was sagst du, Max, du hast schon Hunger? Ist schon fertig, oder? Ja, gleich. Ja, super, ich freue mich. Dann haben wir dann das Topping oben drauf, das kann ich durch, wie der riecht. Also das ist immer der Frühjahrsbote schlechthin. Da habe ich übrigens auch ein geiles Video für Bärlauchpesto. Das verlinke ich euch auch. Oben links, rechts irgendwo ist verlinkt. Und ich mache es ein bisschen scharfer ganz gern, deswegen ein bisschen frische rote Chili. Ah, herrlich. Somit haben wir dann da die erste Partie Frühlingsgefühle zum Erwachen gebracht. Was gibt es denn dazu? Ja, normalerweise würde ich sagen, wenn ihr zum Grillen macht, klassisch Knoblauchbrot oder was auch immer zum Grillen dazu, das Gemüse. Ich habe heute wieder Couscous gemacht, schau her. Einfach Gemüse-Couscous. 1:1, oder wie machst du den Couscous vom Wasser? Couscous-Verhältnis? 1:1. 1:1, genau. Also ein Viertel Liter Wasser, 4 Kilo Couscous, Wasser aufkochen lassen, aromatisieren, Salz, Pfeffer, in dem Fall wieder ein Sweet Chili for Chicken rein dann. Einmal aufkochen lassen, Couscous rein, Deckel drauf, nochmal aufkochen lassen, ausschalten, auf die Seite stellen. Das war's. So schnell geht Couscous. Angerichtet. Und ganz wichtig ist jetzt, dass ihr die Sate-Sauce in einem hohen Chill habt, weil wir wollen die Sate-Sticks komplett eindunken darin. Die holen wir jetzt schon raus. Ah, perfekt. Ja, dann kannst du da die nächsten schon. Da bleiben sie warm. Seht ihr das? Rein damit. Sehr gleich mal eine größere Pfanne. Ich sage gleich weg. Jawohl. Wieder ein bisschen ansalzen, nicht vergessen. Ich bin leider ohne Leine. Kann man die Backofen auch machen? Ja, kannst schon machen. Nein. Muss man braten, oder? Muss man braten. Also braten ist schon geil. Du kannst natürlich einen Backofen machen, aber ist ja dann nicht so geil, weil es dauert einfach zu lange, bis du die Röstaromen drauf kriegst. Und dann ist das Händel und das Fleisch trocken, weil es so ein kleiner Spieß ist. Und dann hast du es entweder durch und nicht gescheit anbraten oder gescheit anbraten und putzt trocken. Also ich würde es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise braten oder grillen. Das war's. Ja, dann die Sate-Sticks richtig schön. Die Soße drüber. Übrigens die Soße, wie es macht, habt ihr auch schon auf unserem Channel. Verlinke ich euch aber nochmal. Ich kann es ruhig in einer großen Menge vorbereiten, weil ich habe ja schon versprochen, es kommen nur ein paar Videos, was wir mit der Sate-Sauce machen können. Als nächstes übrigens ein Gado-Gado. Hammergeil. Aber perfekt zum Grillen dazu, als Beilage oder als Vorspeis. Ich sage euch ganz mega. So, jetzt kommen wir die nächsten. Die Rindfleischspieße okay, müssen dann nicht ganz durch geworden sein. Die können ruhig ein bisschen medium bleiben, rein in die Soße. Ja, herrlich. Und genauso soll das ausschauen. So könnt ihr es übrigens auch gut vorbereiten und locker nochmal 10-15 Minuten stehen lassen, dass ihr nichts nicht nur zu heiß werden lassen. Und
die reißen sich aus die Hände, das schon ich euch. Ja, dann essen wir, oder? Aber riecht den an. Und da ist wirklich keine Erkenntnisse draus machen, rausnehmen und anrichten. Drauf auf den Couscous. Ah, herrlich, wenn es noch mehr macht, einfach auf den Platten anrichten. Schaut recht geil aus. Schaut geil aus, oder? Ja. Dann wichtig, noch ein bisschen was von der Sauce drüber. Und ganz wichtig, unbedingt den Geschüsser mit der Sauce daneben stellen zum Nummer eintippen. Dann unseren frisch gehackten Bärlauch drauf. Die Chilis verteilen. Schaut euch das mal an. Also wenn das nicht ein geiles Sommergericht ist. Zu was für eine Kamera soll ich halten? Ja, genau. Zu so der da? Geil, ja, oder? Sattelsticks, Sattelsticks. Ich lasse es jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Grillen. Viel Spaß mit der Barbecue-Saison. Mahlzeit. Komm her, mein Kleiner. Okay. Wenn man den Lärm sieht, sehr geil. Geil, oder? Boah, der Chili hat es in sich. Aber wichtig, einfach ein bisschen da so. Das mitnehmen. Hammer. So, jetzt ist der Chili endlich da.